Yo! Leute, willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Und zwar gibt es mal wieder eine neue Folge des Formats Wer besser zeichnet, beziehungsweise wer schlechter zeichnet. Früher haben wir es mit Essen gemacht, heute gibt es andere Bestrafungen, die wir für uns vorbereitet haben. Und zwar werden sie vielleicht schmerzhaft sein. Warte, was hast du mir nicht gesagt? Du hast eine gute Chance zu gewinnen, oder du bist doch ein Zeichner. Eigentlich schon. Also Smiley wurde gekickt und Philipp ist jetzt drin. Ja, eigentlich hätte man es auch mit Smiley machen können, aber macht keinen hätte Sinn. Die ganze Folge leiden müssen, das wäre auch nicht das Richtige. Ach, deswegen wolltet ihr lieber, dass ich leide. Mal gucken, wer sich heute am besten oder am schlechtesten schlägt. Falco ist mal wieder die Jury, er sitzt schon in dem Raum da hinten und wird unsere Bilder bewerten. Und ich würde sagen, ich schlag nicht so lange, sondern legen direkt los. Und bevor wir loslegen, vergesst natürlich nicht, kostenlos zu abonnieren, gell? Boah, ich bin so außer Übung, ey. Ich hab leichtes Herzklopfen. Als erstes zeichnen wir diesen Lego-Kopf. Relativ einfach, glaube ich. Aber in einer Minute ist es dann wiederum doch nicht einfach. Nichts ist einfach in einer Minute zu zeichnen. Wenn ihr ready sagt, sagt ihr Bescheid. Nachdenken. Teilwurscht. Ready? 3, 1, go. Katastrophe, Digga. Jetzt schon verkackt? Ich hab komplett verkackt. Scheiße, das meine sieht aus wie eine Sprühdose. Das ist richtig hässlich. Aber wenn ich deins ansehe, gebe ich die Hoffnung noch nicht ganz auf. Oh! Okay, die Zeit ist abgelaufen. Okay, Philipp hat verloren. Ich find's nicht mal so falsch. Doch, ich. Der sieht nicht so süß aus. Meins sieht richtig hässlich aus. Zeig erstmal deins in die Cam. Das, nee, ich, das Hauptsache nicht letzter heißt das Spiel. Ich finde, das hat was eigentlich. Meins sieht so aus. Ja, also ich hatte schon bessere Bilder in meinem Leben gezeichnet. Ich bin nicht so stolz drauf. Und so sieht meins aus. Ist okay. Ich sag mal, es hätte schlimmer ausgehen doch können. Doch, deins ist mit am besten, finde ich. Da sind so ein paar Kleinigkeiten, die nicht so stimmen, aber ist halt das Gesicht ist ganz gut. Ich habe versucht, dreidimensional zu malen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, bei welchem Motiv ihr welches von unseren Bildern am besten fandet. Und ich würde sagen, wir bringen das zu Falco jetzt, oder? Let's go. Wir erfahren jetzt erstmal, welche Bestrafung wir haben werden. Wer möchte ziehen? Ich will ziehen. Ich bin der Neue. Du darfst gleich. Okay, die Bestrafung. Der Verlierer muss in der nächsten Runde mit dem Mund ein Ei auf einem Löffel balancieren. Wenn er es nicht schafft, macht er bei der nächsten Bestrafung mit, auch wenn er nicht verliert. Alright. Warte mal, habe ich das während man malt? Ja, also in der nächsten Runde muss der Verlierer einfach auf dem Löffel im Mund dieses Ding balancieren und gleichzeitig malen. Und wenn es runterfällt, das Ei, muss doch die nächste Bestrafung mitmachen. Das hilft. Wahrscheinlich ist das so, sobald man die erste Bestrafung hat, kann man gar nicht kommt man nicht mehr raus. Ich weiß nicht, was da sonst noch alles kommt, aber ich glaube, wir haben noch einiges vor uns. Nicht schlecht erstmal. Doch, ein bisschen schlecht. Oh, okay, also das Battle ist zwischen diese beiden und ich würde sagen, ziemlich eindeutig würdet ihr auch sagen, dass ihr das auf jeden Fall der Gewinner. Okay, wir haben, glaube ich, schon die Bewertung von Falco erhalten. Hauptsache nicht letzter. Also wir waren, eigentlich wir beide waren gleich schlecht. Bei Rob bin ich mir sicher, dass er nicht verliert. Aber eigentlich dürfte ich nicht verlieren, nee. And the winner is... Aber die Frage ist, wer ist der Verlierer? Der Verlierer ist... Der Letzte, oder? Oh mein Gott! Warte, Falco wusste das nicht wahrscheinlich. Im letzten Platz ist, glaube ich, gar nicht gesagt worden. Okay, Falco, du musst das schlechteste Bild aussuchen. Misch das durch. Also, erster Platz, zweiter Platz und natürlich dritter Platz. Das ist eine Parfümdose. Das ist der Verlierer. Auf jeden Fall eindeutig. Philippe, zu früh gefreut. Der Verlierer ist, ich glaube, das ist Philippe, oder? Er hat sich so krass gefreut. Es ist ja noch nicht verloren, das heißt, du kannst ja trotzdem bei dieser Runde jetzt alles richtig perfekt balancieren, trotzdem noch gewinnen. Es ist doch alles drin, oder nicht? Du bist wie meine Mom, so alles wird gut, obwohl alles scheiße ist. Boah, also muss ich gut festhalten. In der Tat. Okay, viel Spaß. Wenn es runterfällt, dann? Dann muss er die nächste Bestrafung auch machen, auch wenn er gar nicht verliert. Okay, mit seinem wenig. Du musst das Ding weiter nach vorne schieben, kannst du besser sehen. Das ja, ist nach so vorne, dann ist fast ein Blick. Das ist nicht mein Problem. Okay, das nächste Motiv. Ah, was haben wir denn da? Oh, okay, ist gut. Seid ihr ready? Übrigens, ab November wieder erhältlich. Ab November wieder erhältlich, Leute. Und vergesst nicht, natürlich, den Härtetest zu machen. Oh Gott. Alles gut? Vielleicht. Okay. 2, 1, go. 14 Sekunden. Und die Zeit ist abgelaufen. Also easy, Digga. Mit Ei in der Schnauze, Alter. Genau. Du hast es zumindest nicht fallen lassen. Das heißt, du musst die Bestrafung nicht machen, egal was kommt. Außer du verlierst. Okay. Zeig gleich erstmal.
Ist das ein Blatt Papier? Ich find's gut. No front, no front. Aber das sieht sauber aus eigentlich. Also wenn man meins anguckt, aber mein Stift ist fast kaputt gegangen beim Zeichnen. Vielleicht ist das eine gute Ausrede. Aber das sieht so verschwommen aus irgendwie. Ja, ich bin auch nicht ganz zufrieden. Es war irgendwie zu wenig Zeit. Mehr Dimensionen. Ich finde aber, deins ist mit am besten, ehrlich gesagt. Zeig mal deins. Ja, Schwierig. Man weiß halt nie, wie Falco Dinge bewertet. Das manchmal stimmt. Geht er nur darauf, dass man den Text lesen kann, da drauf. Manchmal macht er ganz andere Faxen. Jetzt darfst du auch mal ziehen. Ich hatte Angst, dass ich meinen Zahn abbreche. Vielleicht ist das ja deine Bestrafung, wie du gerade siehst. Der Verlierer muss 10 Liegestütze mit Legosteinen unter den Hoden. Der Verlierer muss 10 Liegestütze mit Legosteinen unter den Händen machen. Easy Game, oder? Ich habe noch nie Liegestütze gemacht mit Legosteinen unter den Händen. Ey, dieses Gefühl, auf den Legostein zu treten, das ist einfach nur grausam. Ich glaube, auf dem Fuß ist es aber schlimmer, als wenn es auf... Ja, du rechnest halt einfach nicht auf einzutreten. Vielleicht, wenn deine Hand so das Bewusstsein hat, dass du eh gleich drauf liegst, tut es nicht so weh, als wenn angenehm wird es nicht sein, gell? Also, das ist der Schönste, ja. Ich würde sagen, das ist einfach voll gekritzelt. Ja, und hier, es sieht so gekritzelt aus, aber am Ende haben wir alle Elemente. Ja, das hier ist der Verlierer. Ist der Verlierer? Guck nicht! Ich wette, das ist von... Ja, von Philipper kann am wenigsten mal. Ja, ne? Ich wusste es. Okay, uiuiui. Diesmal will ich safe nicht verlieren. So, mach die Chipstüte weg. Mach die Chipstüte auf. Ey, bist du mich eingespart? Halt's auf. Ja, echt jetzt? Der Verlierer ist... Stice, oder? Wo, ja. In welchem Leben, Alter? In welchem Leben? Doch, Digga, das ist zu eng einfach. Ja, man erkennt zu wenig Details, du hast es zu klein gemacht. Okay, dann gehen wir zur Bestrafung rüber. Boah, du wirst gleich auf jeden Fall neue Tattoos auf den Händen haben. Okay, aber hier sind die Steine für die erste Hand und für die zweite Hand. Ich hoffe, das ist genug. Ich glaube, das sieht aber ganz gut aus. Also es wird nicht so wehtun, das sind eh Fake-Lego-Steine, deswegen sind die ein bisschen weicher. You know, I'm something of a scientist myself. Komm, nicht so viel labern, sondern durchziehen, Alter. Ich bin noch nicht mal drauf, das piekst richtig. Was ist das hier, ein Messer hier? Okay, ich zähle runter. Oh! Okay, natürlich schön auf die Ausführung achten, gell? Du bist doch im Sport. Oh, ich hab heute erst trainiert mit Marc. Und let's go. Oh! Eins. Schneller. Zwei. Das ist Training. Vier. Fünf. Weiter. Sechs. Er kann ihn. Sieben. Was? Zwei noch. Neun. Was für zwei noch? Ich will zehn. Letzter. Und zehn. Ich lebe einfach noch an meinen Händen. Guck mal, wie tief das ist. Guck dir das an. Boah. Komm, stell dich nicht an, ne? Oh, der tut richtig weh. Das war witzig. Warum nimmst du die auf meinen Foto? Mach mal weiter. Wenn du wieder failst, musst du wieder Liegestütze auf Lego. Wieso nicht? Wo ist dann die Motivation, das gut zu machen? Bis jetzt hat es sich gelohnt, dich im Video dabei zu haben, muss ich sagen, gell? Wollen wir dieses Mal zuerst die Bestrafung ziehen, finde ich um gut. Zu wissen, dass man vielleicht motivierter ist, nicht mehr Mühe zu geben. Die Bestrafung ist, der Verlierer spielt die nächste Runde mit Rasierschaum im Gesicht. Wieso immer währenddessen irgendwas? Das ist eine Abwechslung, weil die letzten Mal haben wir nur gegessen, jetzt ist mal was anderes, gell? Okay, die Sache, die wir zeichnen werden, kennt jeder von uns einen PlayStation-Controller. Scheiße, ey, der ist nicht so schwer, oder? Ich finde, das ist sehr, sehr schwer. Das ist übertrieben schwer. Okay, seid ihr ready? Ja. Eins, go. Mit Liebe zum Detail. Tschüss! Ich würde sagen, diesmal zeige ich erstmal meins. Meins sieht so aus. Ich finde, dieses Mal habe ich das einigermaßen gut hinbekommen, wenn ich gerade zu Philippe gucke. Ist das eine neue Spielkonsole oder? Ja, das sieht so ein bisschen so wie so ein Kinder-Playstation-Ding aus. Bin jetzt auch nicht gerade sehr stolz, also ja. Die Zeit ist einfach zu knapp, um etwas so Detailliertes zu zeichnen. Leute, ich hoffe, ihr appreciated das, dass das in einer Minute gemacht ist. Ja. Denkt nicht, dass ihr das vielleicht besser hinbekommen, obwohl einige von euch bestimmt, aber es ist echt nicht einfach. Es ist schwer, so Gegenstände zu malen, so Obst und so habt ihr vorher immer gemalt. Unter Zeitdruck, das ist das. Okay. Das kommt zu Falco. Ich glaube, hier muss man, also boah. Das ist relativ einfach, dieses Mal. Weiß ich nicht. Also, das mache ich auch nicht. Also gucken, das kenne ich auswendig. Das ist ein Pikachu. Das hat gewonnen, alleine dafür. Genial.
kann man viel besser machen, aber vielleicht ist es nicht das Schlechteste. Da ja, gut. Das in einer Minute, also das ist auf jeden Fall gut. So, voller Details auch. Das auch. Ja, der Pikachu-Joystick ist am Ende. Auch wenn wir das so gucken, nee, das geht gar nicht. Also so hat es mehr Sinn. Also so ist es schön. Der Schlechteste ist der, der jetzt offen liegt. Oh, ja, gut. Ey, als du 20 Sekunden gesagt hast, habe ich das gemacht ganz schnell. Ich habe mir am Anfang voll Mühe gegeben. Die andere war nicht besser. Komm, das ist so ein bisschen gelförmig. Du musst es in den Händen erst genau aufreiben. Dann wird es zum Schauen. Soll ich die nächste bestrafen? Nee, meine Hände. Okay, Philippe, was erwartet dich in der nächsten Runde? Der Verlierer muss einen Luftballon unter dem T-Shirt zum Platzen bringen. Entspannt, oder? Das ist entspannt, ja. Habe ich auch noch nie gemacht. Interessante Lebenserfahrung. Genau die Runde verliere ich nicht. Oh. Warum sind die Sachen das so schlimm? Ist quasi unmöglich. Es ist quasi unmöglich in einer Minute, oder? Wie viel muss ich denn drauf machen? Viel. Einfach das Gesicht voll. Das ganze Gesicht? Ja, klar. Ja. Steht dir, gell? Weihnachtsmann, bist du es? Boah, das wär, also Menschenzeichen ist allgemein. Ich habe so oft schon Son Goku in meinem Leben gezeichnet. Okay, seid ihr ready? 2, 1, go! Funktioniert nicht! Das ist so schwer! Das ist unmöglich! 10 Sekunden? 10 Sekunden! Scheiße! Ey, wie sieht das bei euch so gut aus? Gut, alles klar. Okay. Mein Dank. Die Zeit ist um. Oh je. Das ist zu schwer. Ey, das war bisher von allen Motiven das schwerste. Echt sehr, sehr schwer. Ich hab nicht mal die Beine geschafft. Ich würde sagen, Rob zeigt zuerst. Sei es auch am ansprechendsten. Das sieht wenigstens nach etwas aus. Meins sieht so aus, also ja. Das sieht so aus, ich glaube, wir brauchen gar keine Falco-Entscheidung. Falco, wir skippen dich. Wir skippen die Runde. Tut es weh, wenn man Luftballon unter seinem T-Shirt lässt? Also es muss schon Kontakt zur Haut haben. Ja, ne? Ja. Schon so mit Skin-Kontakt. Ich glaube, die Tomaten sind echt schwer. Heute ist wirklich schwer. Ihr habt noch nie so schwere Sachen gehabt. Allein das hier in einer Minute zu zeichnen, ist so sick. Ein bisschen noch weiß, gell? Das ist noch ein bisschen was. Ah, das ist doch von gestern wahrscheinlich. Koks. Das sind doch kein Venusfaktor. Scientist. Und jetzt muss das irgendwie zum Platzen bringen. Auch mit den Händen einfach? Ja. Einfach so klatschen? Ja. Das ist nicht geplatzt. Oh, das ist wie eine Peitsche. Das war eine Explosion. Ich hätte nicht gedacht, dass das so krass ist. Letzte Runde, vielleicht hast du Glück, wenn du die Bestrafung auslost. Der Verlierer muss 3 brennende Streichhölzer mit dem Finger ausmachen. Entspannt, oder? Easy Game, oder? Aber mit Spucke. Nee, ohne Spucke. Nein, das kannst du nicht machen, Dima. Ich hab morgen ein Date. Ey, wozu brauchst du die Finger beim Date? Achso. Das tut voll weh. Du gehst schon davon aus, dass du verlierst. Du musst an dich glauben. Ja, du holst jetzt das Schwerste raus. Was holst du jetzt raus? Die Mona Lisa? Boah, schau. Eigentlich kann man Streichhölzer easy. Einfach nicht, das habe ich schon im Kindergarten gemacht, so aus Langeweile. Wir haben hier zum Zeichen eine Mona Lisa? Hero 6, glaube ich. Keine Ahnung, was für eine ist. Die sehen mich aber gleich aus. Ich habe meine GoPro verloren. Ich habe meine nie benutzt. Gangster. Welche bereit? 3, 2, 1, go. Okay, unsere Bilder sind fertig, die Zeit ist um. Zeig mal deins erst. Achso, ich wollte nur Bestätigung. Ich finde, dieses Mal sind wir alle gleich gut oder schlecht. Ja. Das ist die GoPro 1, die er gemalt hat. Meine sieht so aus. Ich bin jetzt nicht so stolz auf das Bild. Ist okay, kann man machen, aber gab es schon bessere. Deins ist echt nicht schlecht. Die ist so ein bisschen zu eckig, gell? Ja, aber das ist die GoPro 1, die war so eckig. Ja? Ja. Ach, stimmt. Okay. Die wurden später erst an meine GoPro gedacht. Nein, du hattest dieselbe. Wo sind die Streichhölzer? Aber Rob kann das ja schon gut. Der hat ja gesagt, er kann das gut. Also ich glaube, das ist easy, oder? Ja, das wird wehtun. Also heißt, mit Spucke ist ja gar kein Ding. Ja, ja. Und ohne? Doch, das, ich weiß es so, nicht. So, probieren. Weil wir müssen hast ja alle das selber mal getestet? Das wird voll die Körperverletzung. Dann darf ich es kurz testen? Tut nicht weh! Es geht! Es tut ein bisschen weh! Ich hoffe, ich verliere nicht. Ich kenne einen coolen Trick, wollte ja einen Trick sehen. Ich habe ihn lange nicht mehr gemacht, ich weiß nicht, ob er klappt. Ich nehme hier ein paar Streichhölzer, mach die ganz normal an, ja? Kinder, spielt nicht mit Feuer. Tada. Eine GoPro. Ich glaube, das ist das Leichteste zu malen, was ihr bis jetzt hattet. Ja, gut, nicht schlecht. Eine Polaroid, aber geht noch.
Auch? Endlich haben wir ein nicht eindeutiges Ergebnis. Was sieht am wenigsten nach GoPro aus? Und ich hoffe wirklich, dass es diesmal nicht wieder Philippes Runde ist. So richtig, richtig gut ist nichts davon. Aber, was würdet ihr sagen? Schreibt das erstmal in die Kommis und vielleicht schaffe ich das rechtzeitig, sie zu lesen. Wahrscheinlich. Von meinem Gefühl her ist das am wenigsten eine GoPro. Ich hoffe wirklich nicht, dass es Philippes ist. Okay, die Sekunde der Wahrheit kommt jetzt. Wollt ihr mich verarschen? Nein, oder? Also Rob ist schon mal Rob ist schon mal nicht und das macht mir gerade Angst. Seid ihr ready? Ja. Okay. Ich bin's. Ja! Ja! Karma bestraft. Ja! Okay, ist okay, ich muss dich in Kauf nehmen. Ich hab erst gedacht, das wäre mein Bild. Ich hab den Rob nicht gesehen. Aber das war so eindeutig. Das war zu eindeutig. Das ist Robs gewesen. Nein. Das war nice. Das war nice. Okay, Leute, zur Bestrafung. Boah, Streichholz. Also, alle Bestrafungen waren so wack im Vergleich zu dieser Bestrafung. Das ist so schlimm. Okay, Streichholz Nummer 1. Boah, ich bin gerade erschrocken. Boah, was musst du denn machen? Oh! Das war okay, das war Okay. Ich bin Feuer, Leute. Fuck, die Bude nicht an. Ich bin Feuer, Leute. Weißt du, was das war gerade? Sorry. Warum machst du es so eilig? Gut gezählt. Mach das nicht zu Hause nach. Auf keinen Fall zu Hause nachmachen. Und vielen Dank fürs Mitmachen, Jungs. Hat echt Spaß gemacht. Das war echt witzig. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren. Checkt die Videos aus, die hier eingeblendet sind. Schaut bei den Jungs vorbei. Alles in der Beschreibung verlinkt. Und sagt in den Kommentaren, ob Philippe nächstes Mal dabei sein soll oder ob das keinen Sinn macht. Doch. Okay. Es war schon knapp bis auf das. Okay, wegen Schadenfreude. Vielleicht lohnt sich das. Was für Schadenfreude? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, bleibt schön gesund und drauf. Ciao, ciao. Tschö.